Hallo und herzlich willkommen auf dem PEW Review Kanal. Heute geht es mal wieder, wie man sieht, um den ikonischen Stahlhelm der deutschen Wehrmacht. Und zwar haben wir da auch schon ein Video zu gemacht, allerdings ging das da so ein bisschen um die Historie, das ist auch hier oben verlinkt. Da zeigen wir euch auch nochmal alle Modelle und erklären euch das alles ein bisschen. Jetzt geht es so um den praktischen Nutzen für den Filmemacher oder Reenactor oder Sammler. Erstmal zum Stahlhelm an sich. Der Stahlhelm besteht aus zwei Komponenten. Das ist einmal die Glocke, also der Stahlhelm an sich. Und da man den ja nicht einfach so auf den Kopf setzen kann, gehört dazu noch einiges anderes. Und zwar das Innenfutter des Stahlhelms. Das ist jetzt eine Reproduktion, nicht die schönste, aber zum Erklären tut es ihren Zweck. Das ist ein Leder in einen Aluminium- oder später Stahlring eingespannt, welches mit diesen Nieten am Helm festgemacht wird. Und zwar hat jeder Stahlhelm hinten ein Loch und vorne, links und rechts, jeweils eins. Und durch dieses Loch werden die Nieten durchgeführt. Auf der Innenseite gibt es dann am Helmfutter diese Schlitze, wo der Niet durchgesteckt wird. Und dann gibt es so eine Art Unterlegscheibe und dann wird der Niet, wie hier gesehen, umgebogen. Und das hält eben dieses Helmfutter hinten und vorne im Helm fest. Da kommen wir auch gleich zu der Problematik, sage ich mal so, die bestimmte Sammler oder Reenactor haben werden, und zwar die richtige Größe. Und zwar kann man sich ja vorstellen, dass nicht jeder Kopf gleich groß ist, wie jeder Schuh und jede Hand und jeder Oberkörper. Und deswegen gibt es natürlich auch hier verschiedene Größen. Da sei gesagt, dass es natürlich nicht für jeden Kopfumfang eine neue Glocke gab. Und deswegen gibt es bestimmte Innenfutter, die in die Glocke passen. Also das hier ist jetzt zum Beispiel ein Innenfutter für eine 68er Glocke mit einem Kopfumfang von 60. Also 60/68. Jetzt merkt euch das, 68. Was heißt 68? 68 heißt, dass der Innenumfang des Helms auf Höhe der Löcher 68 cm beträgt, in etwa. Heißt allerdings auch, man kann nicht auf einen Helm raufschauen und sehen, was er für eine Innengröße hat. Man kann die Außengröße errechnen. Und zwar kann man sich da den Helm nehmen, ein Maßband und den Helm auf Höhe der Löcher abmessen. Und von diesem Maß etwa 1,5 bis 2 cm abziehen. Im Außenumfang 67,5 cm. Das heißt, dieser Helm ist jetzt auch eine 66. Das sei mal zu den Glocken gesagt. Die gibt es, wie gesagt, in verschiedenen Größen und genau wie die Helminfutter. Und um das richtige Helminfutter in die richtige Glocke zu bauen, muss man diese Maße wissen. Am Helminfutter befindet sich auch der Kinnriemen. Dieser ist zweigeteilt, einmal links, einmal rechts, wobei die Schnalle links war und der lange Riemen eben auf der rechten Seite. Dieser ist mittels dieser Metallquadrate festgemacht und wird dann einfach mit einem kleinen Knopf, wo ist er denn, der kleine Druckknopf, hier, mit seinem Druckknopf wird das Ganze dann verschlossen und sieht dann so aus. Das Einfachste natürlich wäre zu sagen, kauft Originalglocken und wir könnten das Video hier beenden. Das ist allerdings nicht immer einfach und vor allem in letzter Zeit oder in den letzten Jahren sind viele Sammler und viele Reenactor ebenfalls auf diesen Trichter gekommen. Und deswegen werden Glocken, vor allem in den gängigen Größen, 68, 66, immer rarer. Und wenn man eine Originalglocke in der richtigen Größe findet, ist man schnell mal im mittleren dreistelligen Bereich. Jetzt haben wir hier eine ungarische Stahlhelmglocke, Modell M35. Die unterscheidet sich in den hier bereits geschlossenen Montagelöchern für das Helminfutter. Diese sind links und rechts angebracht und halten gleichzeitig den Kinnriemen. Hinten haben sie normalerweise eine kleine Schlaufe, um den Helm an der Ausrüstung festzumachen.
Und das Lüftungsloch ist etwas weiter vorne als beim deutschen Stahlhelm. Von der Form her und von der Machart sind die genauso. Das ist ein Helm, der HVAC 66 gestempelt ist, hier hinten ganz schwach zu erkennen. Wobei wir gleich beim Punkt Stempelung sind. Da hat der Hannes genau gesagt, wo die Stempel zu finden sind. Und zwar hier vorne wäre dann der Hersteller. Das ist bei dieser Repro mal angedeutet. ET 68, wobei ET für Eisenhüttenwerke Thale und 68 eben für die Glockengröße stimmt. Und hinten ist die Losnummer, hier in dem Fall 1575. Da gibt es auch bei Originalhelmen richtige Nachschlagewerke und Tabellen, wo die Losnummern aufgeführt sind. Weil die Losnummer bestimmt auch die Lackierung des Helms, die Abzeichen und so weiter. Man kann sich ja vorstellen, dass ein Helmhersteller nicht für einen Polizisten oder einen Soldaten die Helme produziert, sondern eben entsprechend ein ganzes Los. Und daher kann man dann seine Glocke dementsprechend originalgetreu aufarbeiten. Das mal zu Originalglocken. Haben wir jetzt eben nicht da, sondern eben nur diese, die aber der Originalform entspricht. Das ist auch schon der große, große Knackpunkt, was Reproduktion angeht, die Originalform. Und zwar kann man sich es vorstellen, dass es relativ schwierig ist, eine so komplexe Form komplett im Detail nachzuformen. Wobei man sich natürlich im nächsten Schritt auch fragt, wenn man es macht, warum nicht richtig? Aber das ist anscheinend bei den Repro-Herstellern noch nicht angekommen. Und zwar habe ich hier mal ein paar Repros mitgebracht. Das ist jetzt eine 64er Glocke, also ein bisschen kleiner. Vom Gewicht kann man dann nicht eine pauschale Aussage treffen. Einige sind leichter, einige sind schwerer als die Originale. Und da gibt es auch in der Produktion schon Schwankungen. Wie Hannes bereits beschrieben hat, sind die Unterschiede vor allem in der Form zu erkennen. Lack kann man neu machen, das ist kein Problem. Die Nieten kann man neu verpressen und das Infutter kann man tauschen. Allerdings, wenn die grobe Grundform nicht stimmt, wie hier zum Beispiel zu sehen, wird das schon schwieriger. Hier sehen wir, die Schirme treffen nicht aufeinander, sondern dieser ist höher. Die Form ist nicht getroffen. Und wenn man sich den mal von oben anschaut, sieht man auch, dass der Schirm nicht weit genug nach außen steht. Von vorne sieht man das ebenfalls. Hier, da ähnelt der Schirm von der Draufsicht eher einem Schnabel, sage ich mal so, während er hier gleichmäßig um den Helm herum gebördelt ist. Bördelung, das ist bereits der nächste Punkt. Und zwar sind ja die Helme bis 1942 umgebördelt worden. Das heißt, das Metall wurde umgefaltet und maschinell verpresst. Das ging dann ab 1942 wegen der Stahlqualität einerseits nicht mehr. Allerdings hat es natürlich auch diesen Arbeitsschritt der Bördelung gespart. Das ist jetzt ein Exemplar, wo es sogar noch relativ human aussieht. Es gibt natürlich auch schlimmere. Vor allem dieser Punkt ist immer interessant. Da wird es dann sehr schnell Darth Vader-mäßig, dass dann eine krasse Kante hier ist, anstatt einer runden Form. Und im Original sieht das dann so aus. Schön platt umgebördelt und man kann jetzt keinen Fingernagel drunter stecken, während das hier bei einigen Reproduktionen geht. Die Lüftungslöcher sind der nächste Punkt. Das lässt sich nicht so gut vergleichen, da es da auch bei den verschiedenen Herstellern der Originalhelme Schwankungen gab. Vor allem bei den M40-Helmen, wo die Helme nicht mehr mit einem Niet versehen wurden um das Lüftungsloch, sondern das gestanzt wurde. Da gab es verschiedene Varianten. Also Quist hat das zum Beispiel anders gemacht als Eisenhüttenwerke Thale. Das ist noch ein relativ guter. Wenn man sich jetzt mal den hier anschaut, das ist auch eine Reproduktion in einer Riesengröße. Eine 70. Da sieht man auch gleich, was ich angesprochen habe mit der Grundform. Dieser Helm sieht eher aus wie ein amerikanischer M1. Wenn man den mal neben den Originalen in Anführungsstrichen hält, ich halte ihn mal hoch, da sieht man schon, dass der Schirm, der Nackenschirm, nicht genug ausgeprägt ist. Und das sieht man auch gut von der Seite. Siehst du das? Und ich stelle sie mal auf den Tisch. Von vorne ist
der Schirm diesmal um einiges tiefer, zu wenig ausgeprägt. Das sieht man aber auch hier an dem Winkel, der total anders ist. Und das Lüftungsloch sieht aus, als wäre da schon eine 9mm Patrone durchgeflogen. Alles in allem kann man nicht pauschal sagen, ob die Repro-Helme größer, kleiner oder sonst was ausfallen. Sie sind aber bis jetzt, Ausnahme des M42, nicht in der Lage, einen komplett korrekten Reproduktionshelm herzustellen. Hier ist jetzt mal ein Exemplar, das haben wir zugeschickt bekommen. Das wurde schon ein bisschen aufgehübscht, farblich, und ist auch auf der besseren Seite der Reproduktion, während das Lüftungsloch natürlich wieder grausig ist. Ja, jetzt habe ich gesagt, Originalhelme sind ziemlich teuer, Repros sind relativ erschwinglich und der M42 ist sogar teilweise vertretbar oder teilweise auch echt gut. Was macht man jetzt, wenn man Repros nicht kaufen sollte und einen Stahlhelm haben möchte, den man auch vor 1942 tragen kann? Da gibt es eine sehr gute Variante. Und zwar haben wir diese hier. Das hier ist ein finnischer Stahlhelm. Ein finnischer M40-55. Der heißt so, weil es die Stahlhelmform von 1940 ist und 1955 nochmal ein Auftrag erstellt wurde. Jetzt finnische Stahlhelme. Warum finnische? Ganz einfach. In der Zwischenkriegszeit hatten sie auf deutsche Stahlhelme zurückgegriffen, also Modell 16 und Modell 17, und waren damit relativ zufrieden und wollten eben nach der sowjetischen Invasion, die sie abgewehrt haben, einen einheitlichen Stahlhelm haben, da sie sowjetische, deutsche, französische Helme hatten und das natürlich logistisch ein Albtraum ist. Also haben sie die Deutschen gebeten, doch bitte Stahlhelme für sie zu produzieren. Das haben sie auch gemacht. Da Finnland, sage ich mal, nicht verbündet war, aber ein relativ guter Puffer. Und natürlich wurden deutsche Stahlhelme auch in alle möglichen Länder exportiert, wie man hier zum Beispiel sieht, eben dieser ungarische oder auch nach Spanien oder teilweise nach China in großen Mengen. Dauert aber meistens unverändert und mit Innenfutter. Die Finnen allerdings haben darauf bestanden, die alten Innenfutter, die sie bereits hatten, von den Modellen 1916 und Modell 1917, die, wie wir alle wissen, nur aus drei Lederdreiecken bestehen und mit diesem Kinnriemen an der Helmglocke. Also haben sie nur die Helmglocken bestellt bei den deutschen Herstellern, zum Beispiel Quist war darunter, und haben diese auf ihre Bedürfnisse angepasst. Das heißt, das Innenfutter des Helmes ist nicht so wie das deutsche mit einem Metallring versehen. Hier. Das wurde einfach weggelassen und es wurde direkt Leder genommen. Das ist jetzt ein Nachkriegshelmfutter, das unterscheidet sich in dem Kinnriemen. Da komme ich jetzt zu. Und zwar werdet ihr sicher gesehen haben, dass hier ein extra Loch ist. Warum ist das da? Das Loch ist da, weil im Zweiten Weltkrieg die Finnen eben ihre alten Kinnriemen behalten wollten und dadurch haben sie kurzerhand in die von Deutschland produzierten Stahlhelme auf der richtigen Stelle, mehr oder weniger richtigen Stelle, das variiert immer, ein Loch gebohrt, um diese Kinnriemen zu befestigen. Das heißt, wenn ihr nach finnischen Stahlhelmen schaut, wisst ihr, dass das Loch einen Helm aus dem Zweiten Weltkrieg deklariert. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie das nämlich geändert und haben auf dieses Innenfutter umgeschwenkt, wo bereits der Kinnriemen fest am Innenfutter vernäht ist oder vernietet. Das heißt aber auch, dass man den Kinnriemen nicht ohne das Helmfutter tauschen kann. Dieser ist aus Rentierleder und etwas anders gefertigt als der deutsche. Den Stahlhelm kann man sich jetzt natürlich nicht einfach so aufsetzen und sagen, das ist ein deutscher Stahlhelm, auch wenn er aus deutscher Produktion kommt, sondern man müsste den umarbeiten, das heißt ein anderes Innenfutter rein, das Loch zuschweißen. Und ein weiterer Unterschied, dieses Lüftungsloch ist ähnlich dem deutschen Quistloch, allerdings in der Ausführung etwas variabel oder variierend davon. Und ja, was ist denn mit finnischen Stahlhelmen ohne dieses Loch?
Das ist eben der angesprochene Auftrag von 1955. Und zwar nach dem Krieg haben die Finnen sich entschieden, dieses Pay-Modell weiterzuführen und brauchten größere Mengen und haben dann 1955 einen Auftrag an den deutschen Hersteller Römer, den man zum Beispiel heutzutage von Kindersitzen und Fahrradhelmen kennt, gestellt, doch bitte Stahlhelme zu produzieren. Diese sind dann eben dieses Modell 55, haben nicht mehr dieses Loch, da sie ja natürlich sofort dieses Innenfutter bekommen haben. Und die Löcher hier vorne, die die Nieten halten, sind etwas nach unten gewandert. Also diese sind nicht so einfach umzugestalten, auch wenn man das vielleicht denkt, weil sie nicht dieses Loch haben. Aber sie sind eben von der Position dieser Löcher anders. Und vor allem großer Minuspunkt, sie sind nicht mehr in Kriegszeiten in Deutschland gefertigt, sondern nach Krieg. Und sind rosa grundiert. Das heißt, wenn ihr da einen Kratzer reinkriegt, kommt da diese wunderschöne rosa Grundierung zum Vorschein. Des Weiteren sollen sie wohl etwas weicher sein als das Original. Das hier ist sozusagen eine deutsche Kriegsproduktion, die so auch komplett identisch zu anderen deutschen Kriegsproduktionen ist. Ich mache mal hier ein bisschen Platz. Das heißt, wenn man sich diese anschaut, beides 66er Glocken. Die Schirme treffen genau aufeinander. Die Form von vorne ist identisch. Von innen ist die Bördelung sogar etwas sauberer ausgeführt. Und ich kann sie sogar übereinander legen. Na. Und das stimmt alles. Weiterer Punkt, was die Repos meistens nicht hinkriegen. Ich stelle diesen Helm hin. Da wackelt nichts. Dieser Helm genauso. Der ist komplett bündig zum Boden. Bei einer Reproduktion ist dieser Winkel meistens nicht komplett gerade. Das heißt, die finnischen Stahlhelme sind eine sehr gute Alternative zum Originalstahlhelm, wiegen übrigens auch aufs Gramm genauso viel, muss man allerdings umarbeiten. Was kommt da auf einen zu? Ja, wenn man das Lüftungsloch mal vernachlässigt, das wäre eine etwas größere Aufgabe, muss man das Innenfutter entfernen. Ich habe jetzt mal hier einen da. So sieht der Helm dann aus. Dann dieses kleine Loch zuschweißen oder andererseits zu bekommen und dann eben das Lüftungsloch je nach Gusto noch etwas umarbeiten. Da gibt es auch Helmnieten für den M35 Helm, die man da einschlagen kann. Dann ist es halt ein M35. Hier sieht man sogar noch sehr schön den original aufgebrachten Rautan in den 40er Jahren. Hier, vor allem hier vorne sieht man das sehr gut. Und diese Helme kommen meistens in dem klassischen Oliv, wie man es kennt, oder eben hier in diesem Finnengrau. Hier sieht man allerdings auch schon, dass der auch mal Oliv war und nur grau überlackiert wurde. Im Endeffekt unterscheiden sich also diese finnischen Stahlhelme von den deutschen nur in diesem Loch. Und sind eben de facto deutsche Stahlhelme auf deutschen Maschinen im Zweiten Weltkrieg produziert. Das Einzige, was sie außerhalb des Lochs und teilweise des Lüftungslochs, wobei es auch Unterschiede gibt, davon unterscheidet, ist, dass sie keinerlei Stempelung aufweisen. Das heißt, man kennt es ja von deutschen Helmen. Ich nehme jetzt mal diesen Repro-Helm, weil das da ausgeführt ist. Kennt man es ja, dass hinten die Dosennummer steht im Nacken. Da steht bei den Finnen nichts. Und selbst die Größe, die ja vielleicht sogar praktisch wäre zu wissen, steht hier und hier nicht. Da steht gar nichts, die sind blanko. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, ich kaufe mir eine Glocke und die wird schon passen, da man die Helme meistens nur mit dem Original-Innenfutter bekommt. Und ihr könnt euch ja vielleicht denken, dass sich dieses Innenfutter, da es ja viel leichter gebaut ist,
vom Deutschen in dem Fall unterscheidet, dass ich zum Beispiel in diesen Helm, der Helmgröße 66 hat, wo das beim deutschen Innenfutter bei Kopfgröße 58 aufhören würde, hier kriege ich eine 60 rein. Und des Weiteren ist das Innenfutter hier vorne mit dieser Schweißabweisung versehen. Aber das ist sowieso unterschiedlich. Heißt also, da sie meistens nur mit dem Helmfutter angeboten werden und das der einzige Anhaltspunkt ist, gilt es zu hoffen. Das heißt, ein 68er Helm von den Finnen ist super selten, da die Innenfutter für die gleiche Glockengröße ja größer waren oder für eine größere Kopfgröße waren, gibt es diese finnischen Helme vor allem in den Kopfgrößen 64 und 66, wobei 64 die gängigste ist. Wenn man da jetzt ein deutsches Helmfutter reinbekommen möchte, heißt das, ab Kopfgröße 57 ist Schluss. Man kann natürlich auch die finnischen Innenfutter drin lassen, dann hat man aber einen finnischen Stahlhelm. Den hat man natürlich so oder so. Wenn ihr mal ein Video sehen wollt, wie so ein Helm nach der Umarbeitung aussieht, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Des Weiteren, lasst euch da nicht verscheißern. Diese werden gerne als deutsche Helme angeboten. Dann wird das Loch vielleicht versteckt oder die Nachkriegshelme benutzt, aber die lassen sich eben an dem Lüftungsloch erkennen. Und ansonsten fragt, ob die aus Finnland kommen. Und wenn es eine 64 ist und mit dem angesprochenen Lüftungsloch, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass es ein finnischer Stahlhelm ist. Ja, die sind preistechnisch übrigens im Mittelfeld angesiedelt, also ganz günstig sind die auch nicht mehr. Vor einigen Jahren konnte man die doch für etwa 30, 40 Euro bekommen. Mittlerweile ist das auch angekommen, dass es sich um deutsche Stahlhelme handelt. Vor allem die mit Loch sind natürlich dann umso begehrter, weil es sich um richtige Kriegsproduktion handelt. Und diese sind mittlerweile kaum mehr unter 100 Euro zu bekommen. Und wenn, dann eben nur in diesen extrem kleinen Größen. Wir haben jetzt hier einige besorgt. Und glücklicherweise sind das alles Kriegsproduktion und alle in der Größe 66. Das Innenfutter ist, wie bereits angesprochen, meist Knackpunkt. Diese sehen nun relativ gut aus. Also sind auch voll aus Leder. Hier sieht man nochmal eine Blindniete, womit das Helmfutter festgemacht wird. Das ist auch immer sehr interessant, die Variationen, wie das Innenfutter befestigt wird. Das ist immer anders. Da waren die Finnen nicht ganz so preußisch ordentlich wie die Deutschen und haben auch gerne mal so ein Leder genommen. Das ist natürlich für eine zweite Weltkriegsdarstellung, wenn man den Helm auch mal absitzen möchte, nicht so toll. Oder eben dieses Rentierleder, das sehr hell ist. So viel dazu, dass das eine sehr gute Alternative ist zum Reproduktionsstahlhelm, wenn ihr da nicht auf ein Original zurückgreifen könnt und eben worauf zu achten ist, und zwar eure Kopfgröße. Die kriegt ihr natürlich raus, indem ihr über den Ohren euren Kopfumfang messt, dann die Glockengröße und das Helminfutter. Wenn ihr auch mal ein Video sehen wollt, wie wir zum Beispiel einen Helm mit einem neuen Helminfutter bestücken und was es da so auf dem Markt für verschiedene Hersteller gibt, dann schreibt es auch gerne unten in die Kommentare und dann machen wir da auch mal ein Video zu. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit von diesem kleinen Helmvortrag und bis zum nächsten Mal.